Warte mal, sind das Scarlett und Schmädler? Die machen super geilen Content, Mann! Scarlett, Schmädler, sie waren schon vor den ganzen Fenstern. Die Jungs sind richtig so. Kein Haar, viel Bart, zwei dicke Null wie an dem Fahrrad. Die Jungs sind richtig so. Wie Eis am Stiel. Stockemarsch, aber so real. Zwei Männer, ein Game und nichts zu melden. Content garantiert, Profi-Gepäck ist zu selten. Ganz privat und völlig ohne Grenzen. Lebenszeit verschwenden. Quasi eine Freundschaft bloß, naja, nicht ganz. Die Jungs sind richtig so. 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 Gengar, komm. Oh. Es ist aber auch wirklich, es sind teilweise so herbe Enttäuschungen. Mach gut. Ich heal mal kurz. Erhol mich kurz von diesem Schock. Und weiter geht's. Wenn jetzt hier noch was Cooles kommt, dann breche ich ab. Gut, ist alles okay. Ist nichts passiert. Ist alles okay. Pilipa gewesen. Es wäre nicht besser ich geworden. Ich finde Pilipa so cool. Oh, ich würde sogar sagen, es könnte eine meiner Lieblings-Pokémon sein. Scheiße. Pilipa einfach der Sieger der Herzen. Was? Endlich einer, der mich versteht. Nein. Doch. Hör auf. Es ist so. Es ist genauso wie der Packblock sagt. Hör mir auf. Das dauert aber auch hier. Das dauert aber auch hier. Das dauert aber auch hier. Gut, danke. So, dann gehen wir weiter. Können wir so einen Rayquaza überhaupt fighten, sag mal? Wir haben doch gar nicht die Power dazu, das Viech aufs Kreuz zu legen, oder? Na, wir müssen... Ist das nicht Level 70 oder so? Nee, das ist... Nein, ich glaube, das ist Level... Bibor besser. Na! Unpopular Opinion. Pilipper schon geiler als Bibor. Pilipper größer Bibor. Da bleibe ich fest, Kevoli. Da kriegst du mich nicht. Rayquaza ist nur Level 17, Saphir und Rubin. Ah. Okay. So, wir müssen, dort, nein. Deswegen, okay, deswegen brauchen wir das Eilrad. Wir haben das Richtige, denke ich. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft man denn hier lang, Mensch? Ja, schon bis man oben. Bin ich noch richtig? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, sind wir. Ins Markt sollte es ein niedrigeres Level haben, aber wie stark genau, weiß ich nicht mehr. 45? Ja, kann passen, aber wie 45, 50 würde ich auch sagen. Oh, da sitzt es! Da ist ja die grüne Schlange. Oh Gott, da sitzt es! Sind wir vorbereitet? Ja, wir müssen aber einen Knospen Norden nach vorne nehmen, oder? Oder willst du erstmal mit Chonky Dong rein? Ja, erstmal mit Chonky Dong reinlieten? Und dann wird dieses Ding hier weggefangen. Hm? Willst du nochmal speichern, obwohl es uns nichts bringt, oder? Ja. Mal kurz Safe State. Und machen wir nochmal in-game in Safe State. Leute, dann wird es jetzt richtig spannend, ey. Speichern fürs Gefühl, genau. Ganz genau. Fürs Gefühl wird gespeichert. So. Es geht los, Spellau. Ey, das ist ja wie Vasili, was war denn das? Rayquaza ist erwacht und weggeflogen. Man sagt dem ja nur Bescheid, weil er schläft. Chef, wir haben ein Problem, du musst mal kurz aushelfen, bitte. Gut, ich regel das. Fliegen wir nachher? Da sind wir noch schnell. Fliegen wir hinterher. Mit dem Dienstag. Adrian und Mark gemeinsam. Adrian. So, jetzt kriegen die beiden Range. Oh, Junge, jetzt gibt's auch eine Rechts-Links-Kombination, damit die beide wieder gerade auslaufen. Das sind die Geschwister, die streiten und dann kommt Mutti ins Zimmer.
Das sieht so toll aus. Halt doch mal dein Maul bitte in den Zwischensequenzen. Auseinander, Kinos! Hör auf jetzt! Hört auf! Gut, Da lübt er drops. Haben wir den all, oder? Und nu? Ja, haben wir die Arena. Haben wir die Situation gelöst, oder wie? Was? So, Männer, was sagt ihr hier? Es gab neben Groudon und Kyogre noch ein uraltes Pokémon. Und nachdem wir uns erfolglos angestrengt haben, schafft es dieses dritte Pokémon mit Leichtigkeit... Nee, wir haben das geschafft! Ha! Yogra und Groudon sind, wer weiß wohin, geflohen. Das Klima in Höhen hat sich wieder normalisiert. Vielleicht war das, was wir vorhatten, bedeutungslos für die Pokémon. Tschüss! Straftatbestand. Die hätten fast die ganze Welt verhunzt, nur weil die dem jeweiligen Pokémon den falschen Klunker gezeigt haben. Die reflektieren überhaupt nicht ordentlich. Was soll denn das? Sind die bescheuert? Hier, ich habe übrigens fast die Welt untergehen lassen. Naja, war wohl bedeutungslos. Weil du das Problem gelöst hast. Nicht Nals. Troy, was sagst du? Warte. 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 Sieht so aus, als seien Mark und Adrian irgendwo hingegangen. Vielleicht sind sie zum Pyroberg gegangen, um die Kugel zurückzubringen. Oh, können wir uns die dann von denen dort klauen? War schon eine geile Animation zur damaligen Zeit. Hat man auch als Kind einfach anders erlebt. Ja, das stimmt. Also im Handheld war mega. Ja, auf meinem Gameboy SP. Ja, Skalle, die sind halt farbenblind, haben die Steine vertauscht. Das will ich erzählen. Also, Team Aqua ist komplett blau und ergreift sich die rote Kugel? Also, bei aller Liebe. Also, nee, Idiotentest, sofort. Scamler, meine Augen haben mir also doch keinen Streich gespielt. Nur, du hast eigentlich eine Glatze, stimmt's? Dank deiner Hilfe wurde Xenonobil, nein, ganz schön, wurde gerettet. Im Namen aller Menschen danke ich dir. Dies ist ein Geschenk von mir. Bitte nimm es an. Ein Meisterball. Gib mir den Orden. Oh. Die versteckte Maschine enthält Kaskade. Sobald du den Schauerorden besitzt, kannst du einem deiner Pokémon diese PVM beibringen. Es kann dann Wasserfälle bezwingen. Und wo bekommt man den Schauerorden? Das weißt du doch. Oder etwa nicht. Richtig. Du musst den Arenaleiter besiegen. Wenn du bereit bist, tritt durch diese Tür. Okay. Was ist denn, Schmähmer, wenn wir jetzt einfach mal zum Pyroberg gehen? Nee, zum Schlotberg und uns die Kugeln da holen. Oder geht das noch nicht? Und was ist, wenn wir jetzt nochmal auf den Himmelturm gehen? Ist Rayquaza dann wieder da? Weiß ich nicht. Könnte. Wollen wir es probieren? Ja, lass mal probieren. Lass mal erst zum Schlotberg? Nee, nicht Schlot. Warte, wie heißt das Ding? Zum Pyroberg. Nee, doch nicht Schlot. Warte mal. Wer ist der hat doch gesagt Pyroberg. Ja, aber da kommen doch die Kugeln her. Von dem alten Ehepärchen. Warte. Ich speede mal zurück. Oh, da will noch jemand aus dem Maul. Kein Problem. Fassade. Gekabor. Tschüss. 1-3 auf den Nacken. Oh, haben wir die alle nicht gefightet, krass. Nee, ich glaube nicht. Wuchtschlag müsste treffen. Gut's nicht. Gut, lassen wir das. Dann machen wir so mit Chuchu ein paar... Kann ich ausge... Oh, warte mal, was?
Wie kann ich ausgetauscht werden? Ja, Horrorblick bestimmt. Schmelzer. Oh. Was machen wir denn jetzt hier? Wir können dieses Viech mit Normalattacken nicht treffen. Oder? Und es faulenzt erstmal. Schmeller? Oh. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen es jetzt hochheilen die ganze Zeit. Und dann? Und dann müssen wir auf Verzweifler hoffen. Habe ich irgendwas, womit wir dem Wuchtschlag nochmal was geben können? Na, du brauchst ein Elixier, ne? Haben wir nicht. Dann wird's wohl ein Verzweifler. Was? Das alte Ehepaar, das über die Hoden geredet hat, genau das. Aber die anderen Legendären sind dann wiederum ins Mark Level 70 gewesen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, in Saphir war das Groudon auf Level 70. Und in Rubin das Kyogre. Das konnte man doch da gar nicht fangen. Das gab's doch da gar nicht, Schmähler. Nicht? Nee, meine ich nicht. Kann ich jetzt vielleicht mal auswechseln oder ist das jetzt für immer? Das ist ja eine Scheiße. Laber ich hier gerade Müll? Ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja, so. Okay, Traunvogel hat nichts mehr. Das ist sehr gut. Jetzt wird es langsam eng. Irgendwie? War das hier nichts? Okay, es setzt jetzt Verzweifler ein. Aber Verzweifler hittet das Viech auch nicht, oder? Und ich kann mich noch 10 Mal healen. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was wir je gemacht haben hier. Come on jetzt. Schön. War das ein Blödsinn gerade? So, Junge. Dann wollen wir mal. Die reflektieren überhaupt nicht. Ja, die reflektieren auch nicht. Was soll denn das? So, wie geht's zum alten Ehepaar, das über die Hoden gesprochen hat? Na? Nein, danke. Kein Bock auf den Dodri. So, kriegen wir von denen jetzt die Kugeln vielleicht? Jetzt sind wir doch am Pyroberg. Ist das nicht richtig? Ja, ich habe gesagt zum Pyroberg, nein, wir müssen dahin, wo das alte Ehepaar ist. Die sind doch da. Ach so. Ja, die über die Hoden geredet. Das hat doch Vasili auch gesagt. Da sind die Männer! Scammer. Okay. Dramatisch. Beiden Männer, die Kugeln genommen hatten, haben sie freiwillig wieder zurückgebracht. Diese Männer, vielleicht sind sie doch keine schlechten Kerle. Och, die reflektieren gar nicht. Sie sind nur wilde Kerle. Meine Aufgabe ist es, die Legenden von Höhen die nachfolgende Generation weiterzugeben. Hast du die Zeit? Nee, haben wir schon angehört. Ja, geht auch in Ordnung. Kann man von hier runterfliegen? Das heißt, wo fliegen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Turm. Ja. Und dann greifen wir nochmal an. Bin ich da in den Kampf? Ja, wir greifen wirklich an. Wir greifen nochmal an. Rasierblatt geht klar. Da wollen wir raus und packen uns auf Chuchu drauf. Dann machen wir es easy peasy. Krass, dass die starre Spore treffen darf. Oh, nicht zweimal hintereinander. Machen wir Schlafpuder. Und einen Flammenwurf. Der kann einen Surfer? Was? Ja, aber die anderen Legendären sind dann wiederum ins Mark Level 70 gewesen. Also Kyogre. Ja, ich glaube ja. Ja, genau. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, so war das. So, der Flammenwurf sollte natürlich jetzt Karrieren beenden. Wunderbar. Sei sie beise Level 2. Bis. Wichtige Attacke.
gegen den Kratzer. Der so. Kann auch eine schöne Kaskade lernen, ne? Ja, muss er auch. Der wird ein absoluter... Na, es ist halt auch krass, ne? Also in diesem Spiel... Aber die Wasserattacken sind auch gut. Ja, waren aber auch viele, ne? Taucher, Kaskade und Surfer, alles VMs. Ja, das sind absolut viele, aber die sind halt auch alle gut. Ist... Also Kaskade und Surfer sind nicht so weit auseinander und Kaskade ist, glaube ich, eine physische Attacke. Ja. Also du weißt, was ich meine. Und Taucher ist halt auch nicht schlecht. Der setzt halt eine Runde aus. Auch nicht so bad. Das ist halt ein Schaufler für Wasser-Pokémon, ne? Genau. Nur, dass du sie auch nicht im Wasser machen kannst. Was ich krass finde. Dann schwimmst du einfach mal kurz durch den Boden. Holst du tief Luft und tauchst erstmal unter das Kopfsteinpflaster. Abgetaucht. Oh, du nimmst aber auch alles mit jetzt. Ja, ich wollte dir das ja auch alles. Passt. Das war genug. Lolo ist kein Problem. Danke, tschüss. So. Meinst du, wir kriegen jetzt hier einen Zuschlag? Aber nicht, dass das Viech uns dann wiped, weil dann müssen wir es vorher umbringen. Und das wird eine nette Prediction. Ich glaube auch. Wenn es denn jetzt überhaupt hier ist. Kann man das vorm 8. Orden fangen? Waren die Steine vorher schon hier? Nee, brauchen sie nicht. Deswegen brauchen wir jetzt auch das Rad. Da, siehst du, das ist jetzt nämlich anders. Jetzt brauchen wir nämlich das Eilrad. Das heißt, ich muss jetzt auch noch hier koordinativ sein. Du musst jetzt ein bisschen Parcours machen. Scheiße. Oh! Okay. Again. Oh, war schon fast gut. Danke. Oh, ein Kindwurm. Und wir dürfen sich fangen, weil wir hier schon mal waren. Oh Gott, nee. Direkt versaut. Das spielen wir durch. Zack, 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 zack. Oh, schön. Backblocks, Easy, easy. Man nennt mich nicht umsonst den Radler. Niemand nennt dich so. Da sehen wir auch wieder, warum dich niemand so nennt. Oh, es hätte auch ein Gefallen sein können. Hör auf. Was machst denn du? Das ist mit den Pfeiltasten nicht so einfach. Was haben wir hier gefangen oder auch nicht gefangen? Ich weiß nicht mehr. Ich auch nicht. Was machst du? Ich war zu nah dran, ich hab schon da hinten geguckt. Oh, schon wieder. Och, Jung. Das ist nicht so einfach, Schweller. Das muss doch safe in einem Zug passieren. Ja, weiß ich nicht so genau. Alter, was ist denn hier? Wir sind hier in den Turm los. Okay, so. Nein, nein. Es ist doch immer das Gleiche. Du musst vom Stein Jetzt hätte ich nur nach oben gemusst. Ja, oder nach unten. Könnte man da drüber hüpfen? Nee. Scheiße. Wir müssen in die Mitte, oder? Ja, auf den zweiten. Nein! Oh Mann. Jetzt sehen nur Speed und Skill und kein Gehüpfe. Speed haben wir auch, Skill nicht. Ja, geil. Ja, wirklich. Spiel, wenig Skill. So. So, wir haben ganz, ganz schwierige Plays hier. Nochmal den Lachs hier, komm. Fuck. Das ist echt nicht so easy. Oh, lass mich mal. Nimm mal deine Mutti den Gameboy weg jetzt hier. Nee, ach komm.
So, again. Ja. Wird sich schon scheiße. Nein. Nein. Wir dürfen auf 2 und 3. Lass mich mal. Schmeller zeigt heute Scarlett, wie es geht. Ich heute, hab's noch gar nicht gemacht. Heute mal mies wegperformen mit dem Schmeller. Wie war das nicht, weil du bist so gut, deswegen nenne ich alle der Radler, ja? Hm. Es ist nicht leicht, so schlecht zu sein. Das, echt? Weil da zeigst du mir gerade was ganz anderes. Das ist so. Oh, Junge! Das ist nicht so leicht, wirklich nicht! Weil die Steuerung mit den Pfeiltasten nicht so direkt ist. Ja! 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 Einfach nicht stoppen. Ja, da, aber dann kommt mal nach hinten durch, da willst du auch nicht hin. Jetzt erstmal speichern. Ist doch egal. Oh, ein Schmoggern hätte ich auch Bock drauf gehabt. Schmoggern. So, dann wollen wir mal. Ein Dick Tree, das nehme ich die. Das nehme ich mit. Ein Triple Floor Shit. Das würde ich jetzt auch sagen, die Steuerung ist schuld. Ja, Kevin, okay, hier steckst du dich drin? Kennst du das Video von dem Typen, der, Da sitzt es! Was ist das? Irgendwie bei Pokémon Go oder so? Und der immer absichtlich die Pokémon-Namen falsch sagt? Nee. Und dann ist es, ich muss dir das mal raussuchen und dann sagt er. Und dann sagt er, da ist so ein Mädel, was sich übelst über den aufregt. Und dann heult sie so, ja, und was der dem für einen Namen gibt. Und dann sagt er irgendwie so Bisa Sam und ja, yeah, that's Onion Turtle. Und dann bei Dick da, yeah, that's Floor Shit. Und dann bei Dick, that's Triple Floor Shit. Und dann bei Pikachu, no, that's easy, that's Pikachu. Muss ja mal raus, das ist mega witzig. So, Schmeller. Da muss ich mich jetzt mal kurz ein bisschen anders hinsetzen hier. Muss ich ein bisschen aktiver mich jetzt hinsetzen. Musst du dich jetzt nach vorne lehnen? Da gibt's jetzt ein Knie. Oh, ich bin gespannt. Und es ist randomized. Es ist jetzt irgendein legendäres Pokémon. Es muss nicht Rayquaza sein. Ich sag, es wird ein Mewtwo. Mewtwo? Würde ich fühlen. Würde ich fühlen. Ich pack mal den Ballermann nach vorn. Ich glaube, es ist wirklich Mewtwo. Und Level 70! Oh nein! So, also ich mach kurz eine Prediction. Schmeller, wir wipen mal nehmen. Ihr könnt auch fliehen, Karama sagt's. Vielleicht müssen wir fliehen. Wir sacrificen sonst den Ballermann dort rein. Wir haben keinen Meisterball. Wir haben keinen bekommen. Die Items waren randomized. Randomizerball. So, Freunde. Wir müssen jetzt miteinander sprechen hier. Die Prediction läuft. Ja, wir müssen jetzt mal. Mello, wir müssen jetzt taktisch mal hier machen. In welchem Szenario ist der Ballermann schneller? In welchem Szenario? One-hitted das Ho-Oh ihn nicht. Gar nicht? Teile von mir sehen das ähnlich. Richtig witzig wäre, ne? Karambit sagt, wir können fliehen. Und dann können wir nicht fliehen, weil das Pokémon zu hochlevelig ist. Nee, das funktioniert. Das ist kein so, Problem. So wie am Anfang? Wenn du am Anfang das Spiel beginnst, hast du ich auch glaub, schon so die Chance ist verdammt gering, ja, Rezo hat recht. Die Frage ist, können wir den Versuch starten und Ballermann vielleicht sacrificen? Wir hätten noch einen Raichu zu Hause. Dann müssen wir. Der One-Shot jedes Pokémon für hier. Oder du wirfst einfach einen Ball. Einfach mal so diese 0,01% Chance greifen. Scheiße. Was
machen wir denn jetzt? Warum ist das Viech denn Level 70? Ich dachte, das ist so auf Level 50 oder so. Kommt jetzt ein bisschen aufs Moveset an von ihm, ja. Aber... Es ist super unwahrscheinlich, aber Backblocks, aber... Warte mal, die Schockwelle? Die Schockwelle... Die paralysiert, oder? Nee. Das ist die, die trifft nicht... nur immer. Es müsste der Donnerblitz werden und der müsste... Der müsste schocken. Ich will's schon probieren, ne? Ich würd's, also ist schon. Aber Schmeller hat halt recht. Sehr geringe Chance. Save and Sacrifice. Mindestens einer? Ja. Ja, ich glaube auch mindestens einer. Ja, was ja, wir müssen jetzt richtig Glück haben, dass das Ho-Oh, selbst wenn es eine Attacke macht, irgendwas macht, wo es sich auflädt. Einmal Läuterfeuer und ihr seid weg. Jo. Ja, was ist denn jetzt der Plan also hier? Also es muss schon... Donner wäre natürlich nett, aber die Chance, dass es nicht trifft, ist zu hoch. Ja. Es muss schon der Donnerblitz werden und der muss paralysieren. Ja. Was machen wir, Schmeller? Du bist niemals schneller, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Weil Elektro-Pokémon haben eine sehr hohe Initiative, aber ich weiß es nicht. Warum ist dieses Viech denn Level 70? Was soll denn das? Der hat krasse Stats mit 70. Exactly. Warum ist der denn Level 70? Ich krieg die Tür nicht zu. Muss. Ja, Schmeller, dann müssen wir fliehen, oder? Na, was können wir jetzt machen, ne? Also, wir könnten jetzt fliehen. Dann ist es aber weg. Ja. Wir könnten fighten. Und dann sind wir weg. Und uns die Erfahrung von Level 70 holen. Also Ho-Oh hat keinen super krassen Speed-Grundwert, der ist aber trotzdem 70, also keine Chance. Schwierig, weil... Also, selbst wenn wir den low kriegen und wir haben noch Team... Also Chance ist ja schon gering, dass wir das Vieh mit den ersten 5 Hyperbällen fangen. Ja. Also entweder gehen wir jetzt aufs Ganze und wipen. Oder wir verpissen uns. Also Backblocks schreibt Ball, unwahrscheinlich. Fighten, gleich Wipe. Flucht, einzige Rettung, Fragezeichen, Ball aber nicht unmöglich. Also ich sag euch mal meinen Plan. Dieser Donnerblitz trifft jetzt, dann ist paralysiert. Dann wird es noch 10-mal hintereinander paralysiert, wir machen es low und der erste Hyperball ist drin. Wenn wir nach einer Flucht ist das Ding halt noch da. Dürft ihr uns dann Nuzlocke noch fangen? Ist ja, ja dasselbe. Ja, ist das noch da? Ist Never. Das noch da? Nein, das ist weg. Niemals trifft Ballermann vorher. Oder einen Ball und dann Flucht, dann ist der Ballermann aber trotzdem tot. Ja, ist es. Ist noch da? Und die Realität, es ist immer schneller und one-hitted alles. Rezu hat einfach recht. Das ist noch danach der Flucht? Fragezeichen. Ja, dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die Flucht ist. Ich weiß noch nicht mehr, ab welcher Gen. Aha. So nicht hier. Es ist safe schneller. Na dann, Flucht. Hyperball? Willst du einen Ball schmeißen? Ich weiß es auch nicht. Ist das, weil er ist dann weg, ne? Wir können auch wechseln. Aber wir hätten halt. Ja, dann ist es doch auch weg. Meinst du, Chuchu überlebt es nicht? Auf was willst denn du jetzt Chuchu changen? Ich würde auf Chuchu wechseln. Also. Nee, ich bin da. Nee, doch, ich wechsle gleich Sacrifice. Ich glaube auch. Ich glaube, der Einzige, der es vielleicht minimal überleben könnte, wäre Shonkidong. Ich glaube, der wäre tanky genug. Meinst du? Aber der stirbt dann so oder so, weil wir changen, dann kommt die Attacke, dann schmeißen wir den Ball und dann kommt die nächste Attacke. Also fliehen wir. Also wenn wir einen Ball schmeißen, ist es ein Sacrifice safe.